Hallo und herzlich willkommen hier auf der Ont Pelleron. Wir sind gerade dabei, das Holz wegzubringen. Wir sind in der letzten Folge nicht mehr ausgegangen. Ist jetzt desto schon die Schreinerei oder bei der Ohm? Lasst es mir mal kurz gucken. Schreinerei. Mal eins weiter um, okay. Dann fahren wir da durch. Wird wohl kein Auto kommen. Okay, der schaut mir mehr aus wie eine Schreinerei. Da abladen. Das schaut eher aus nach Ochsschnitzel. Drehen wir noch einmal um. Da fahren wir einmal damit um. Warte mal. Wie kein Tod ist. No. Der Zug wird kommen. Hoppala. Probieren wir mal dort was zu befahren. Mal schauen, ob es irgendwo angezeigt wird, dass ich dort abladen kann. Vielleicht finden wir da was. So. Na? Ich versteh's nicht. Oder ist das, weil ich in so einen Hänger drin hab? Kann ja nicht sein. So. Scheiße. Meine Güte. Zunächst. Jetzt sind laut da, okay?
Hätte doch erst Doppel und wenn ich es gekauft habe, kann ja nicht sein. Darum, darum. Mal schauen, ob das jetzt geht. Jo. Voll war es aber nicht, gell? Besser wie ein Stammschell, aber das, was wir noch machen müssen, ist die Mission von der letzten Folge noch zu beenden. Das haben wir nämlich auch noch nicht gemacht. So, haben wir noch irgendwo was mit Spritzen? Na, nur mal noch düngen. Düngen, düngen, düngen. Das heißt, wir werden unseren Traktor nach Hause bringen. Beziehungsweise die Spritzen nach Hause bringen und uns... Oh. Lebst noch? Ja, ist ja nichts passiert. Das war da vorn. So. Dumm gelaufen. Was wollte ich jetzt sagen? Wir werden die Spritzen nach Hause bringen, uns ein für Düngerspritzen noch holen, ein Gerät. Sag's nicht stehen bleiben. Und nachher die Düngemissionen mit unserem Traktor machen. Ein Gewicht werden wir noch besorgen. Das war es auch noch, was wir besorgen müssen. Und bis zur nächsten Folge, weil das wird sich nachher in der Folge wahrscheinlich eh nicht ausgehen, werden wir, oder werde ich inzwischen das restliche Holz aufladen und noch wegbringen, weil das wird sich die Folge, glaube ich, nie mehr ausgehen. Wenn wir die Folge, ich weiß, es sind erst 9 Minuten, aber Gerät kaufen, überall hinfahren, Missionen starten etc., das wird dauern. Das wird alles dauern. So ein bisschen habe ich mit den Strecken auch schon gemerkt, wenn man sieht. Obwohl ich unten ja einen Plan aufnehme. Oder die Karten, was ich gerade erst sehe. So.
Aber er holt's verloren. So, oder? Und abkoppeln. So, oder? Und dann geht es ab zum. Ich weiß, ich kann nur koppeln, wenn ich halt schalten, wenn ich die Kopplung trete, ist schon klar. Händler. Okay, du könntest es aber noch erfahren. Also die Schaltung wird auch noch umändern zu meiner Seitenkonsole. Wahrscheinlich, das weiß ich ja schon. Das muss ich alles noch optimieren. Fahr mir nicht eine mit deiner Antenpiste im Arsch, wenn du mir eine fährst. So, da. Dann kann er. Dann zieh ich mal gleich durch. Und das haben wir ja schon, wenn wir hier wollten. So. Und kaufen. Wir kaufen einen Düngestreuer und ein Gewicht. So, wo haben wir Düngestreuer. 42 Meter. Der hat nur 18 Meter und der hat 42. Dafür hatte man einen größeren Tank. Da wird der besser, gell? Warum habe ich immer Day gekauft? Bei 19, aber wenn der größere Bretten haben, verstehe ich gerade auch nicht ganz, aber weißt du, was noch mein nächstes Problem ist? Wenn ich die Mission annehme, sagen wir mal, ich nehme die Mission an und der ist zu 80% fertig. Aber kann ich noch schon, weil ich nachdüngen muss. Weil das haben wir letztens schon gesucht. Was
zu der zweiten Mission. So. Lass mir mal kurz schauen. Die Karte findest du im Menü direkt. Das ist klar. Bodenarten, Bodenbrom, pH-Wert, Stickstoffgehalt, Ertragsübersicht. Aussatzstärke. Unkrautbekämpfung mit Spotspray. Umweltbewertung, Wirtschaftsanalyse. Interessant. Wir probieren es einfach. Wir kaufen da so einen Düngestreuer und zwar einen Magenta, einen größeren von der Reifenpflegebereifung. Kaufen. Ja. Okay. Zurück, dann können wir auch ein Gewicht kaufen. Gewichte, Gewichte. Mal Gewicht habe ich für den Arkan. So, da. Nehmen wir das, das müsste eigentlich reichen, oder? Und dann brauche ich noch einen Mineraldünger. Bissel habe ich noch. Kaufen aber drei.
Irgendwie passt mir da das gerade nicht. Aber Stickstoff, Mineraldünger, Ausbringung. Da haben wir noch ein bisschen. Prozent, ob das reicht? Glaube ich nicht. Das heißt, wir kaufen noch 5. Falsch, Händler. Noch 5 von der. Oh, das sind nur 1000 da. 1, 2, 3, 4, 5. Und wir werden ärmer und ärmer und ärmer. Aber wir machen damit eher Gold, so ist es nicht. Zum Bauen werden wir nachher auch noch einiges brauchen. Gut, dann schauen wir mal von die Düngemissionen. Da werden wir alle gleich mal Vertrag akzeptieren. Und zwar 11.28.43, wofür uns ist am nächsten näheren. 11.43 ist gleich da nicht mehr. Das gehen wir dann als erstes an. Lass man Helfer starten. Schön, lieber Helfer, wie du das machst. So, oder schauen wir mal. Sehe ich mir da was?
Ich kann da nicht nachschauen, das ist traurig. Wenn ich das auch nur weg tue, habe ich trotzdem kein Dings. Weil da was. Junge, die haben sie in einen Shell geschissen. Ich kann es nicht anders sagen. Irgendwie glaube ich, muss ich die Missionen fast selber machen. Prozent abgeschlossen, ja. Ich probiere es einmal selber machen, schauen, wie ich damit klarkomme. Oder wie es geht. Stickstoff. Beziehungsweise wäre man vielleicht. Es gibt ja ein Gerät, um das alles zu messen. Nur die Frage ist, kann ich das messen auf Feldern, die mir nicht gehören? Das ist mir noch erst aktiviert. Das ist gerade die Frage. Also über das Precision Farming, da muss ich noch mir ein bisschen echt schlau machen. Vor allem, weil mir jetzt komischerweise kein Düngestatus mehr angezeigt wird. Mal schauen, ob wir schaffen, die Mission fertig zu bringen, sauber. Prozent haben wir ja schon. Mal schauen, ob wir das zusammenbringen, dass wir die Mission fertig bringen. So, und jetzt hoffe ich, dass er gleich sagt, abgeschlossen. Also geschafft haben wir mal die Mission.
Aber trotzdem ist das dezent blöd. Abschließen. Na gut, liebe Leute, aber das war's dann für heute. Ich bin jetzt offline. Das Holz noch wegbringen, die zwei Missionen machen. Weil für mich war es das nämlich dann mit der heutigen Aufnahmeserie. Und dann will ich mich ein bisschen schlau machen. Ob das geht, dass ich. Warte mal, schauen wir schnell rein. Ah, das wird da sein. Da ist es. Mit einem Pflanzensensor ist es möglich, den genauen Stickstoffbedarf deiner Pflanzen zu erkennen und präzise Düngemittel auszubringen. Mit einem Bodenprobeentnahmegerät können Bodenproben entnommen werden, um für spätere Arbeitsschritte genauere Informationen über den Boden zu bekommen. Also das, was auch wir dann früher oder später brauchen. Nur ist die Frage, kann es nur auf meine Felder oder überall? Das ist die Frage, die ich gern wissen will. Und das will ich nachschauen bis zur nächsten Aufnahme. Da will ich mich schlau machen. Ich wünsche euch auf alle Fälle noch einen schönen Tag bzw. schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.